Zweite Tag in Abuförder neigt sich zum Ende zu, wie jetzt jeden Abend. Ja, dein Fazit. Ja, ich muss sagen, zweiter Tag war ein klassischer Tag auf einem Trainingslager. Ein intensiver Tag, gestartet sind wir um 7.30 Uhr mit einem Aktivierungslauf, wo wir den Körper auf Temperatur gebracht haben. Danach haben wir eine knackige Einheit gehabt in der Kraftkammer. Leider Gottes gibt es auch Einheiten, wo dann die Burschen keinen Ball sehen. Das war dann diese Einheit heute und am Nachmittag haben wir nochmal nachgelegt mit einem Kleinfeldturnier, technisch-taktischen Spielformen, wie das heutzutage gern genannt wird. Auch da ist gut gearbeitet worden, also ich bin wirklich zufrieden mit dem zweiten Tag und freue mich auf morgen. Schöne Grüße nach Lübeck und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.